Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Need for Speed Payback. So, ich weiß, von mir war jetzt lange nichts zu hören. Ich habe in dem Video auch echt viel zu sagen, und zwar geht es damit los, dass ich erstmal sage, was das für ein Auto ist, was hier vor uns steht, weil den habt ihr ja noch nicht gesehen, beziehungsweise den habt ihr erst gesehen in der Tuning-Folge. So. Jetzt ist das Auto ein bisschen zerdellt, ne? Aber habe ich mir gedacht, so ein Golf GTI, der ist doch echt zu schade, um den in der Garage rumstehen zu lassen. Deswegen habe ich mir den nochmal vorgekramt, habe das Design draufgeklatscht von dem Audi 80 B2, der damals in der europäischen Tourenwagen, ach, was ist denn heute mit der Zunge los, Tourenwagen-Weltmeisterschaft mitgefahren ist. Genau, dort habe ich drauf geklatscht. Habe halt Audi Motorsport durch VME Motorsport ersetzt, aber okay. Wenn ich dran denke, mache ich mal gerade ein Bild rein. Genau, das sollte jetzt dann da gewesen sein. Und zwar ist das eins der geilsten Designs, wie ich finde, überhaupt. Das Shell eben, also Shell steht, warte mal, ich glaube, ich hab's. Ja, vorne auf dem Splitter unten habe ich draufgeschrieben Shell Design. Ich mag die Farben einfach, die Kombination, und fand es geil, deswegen habe ich das drauf gemacht. So, so viel zum Golf. Jetzt, was ist passiert? Warum stehe ich hier? Warum seht ihr da die Events? Moment, das kann ich mal gerade zeigen. Warum sind hier so viele Events? Genau. Und zwar war ich die. Moment, während ich das erzähle, fahr schon mal zum nächsten, dann verplempern wir da nicht so viel Zeit. Während ich im Urlaub war, also, ne, während ich im Urlaub war, ich war im Urlaub, so. Und zwar die Woche, wann war das? Das müsste gewesen sein, die 3. Januarwoche. Also vor 2 Wochen halt eben. Da wo nur noch sporadisch Videos kamen. Da, wo das Audi 80 Video lief. Das war meine letzte Woche, beziehungsweise in der Woche war ich im Winterurlaub. Davor habe ich dann voraufgenommen. Habe also Need for Speed gespielt. Und habe das Ganze wie immer aufgenommen. Wollte die Videos schneiden. Und sehe beim Schneiden, dass OBS den Ingame-Sound nicht aufgenommen hat. Und es hat mir aber angezeigt, hier, du nimmst gerade auf. Also bei OBS ist es immer so, du hast quasi Vorschau. Rechts unten habe ich jetzt auf dem zweiten Bildschirm das OBS-Fenster. Da sehe ich jetzt gerade rot markiert, dass der den Bildschirm aufnimmt. Und ich sehe auch unten eine so eine Audioleiste. Ne, so ein Equalizer-Ding, was halt ausschlägt. Und wenn ich jetzt hier Gas gebe, schlägt das halt auch aus. Also OBS erkennt, aha. Da ist Sound im Bildschirm. Nimmt ihn auf. So, so ist das immer. So war es auch letztes Mal, aber irgendwie hat er es halt trotzdem verkackt. Naja, deswegen habe ich dann die komplette letzte Aufnahme wegschmeißen können und hatte, während ich im Urlaub war, nicht genug Videos, dass regelmäßig oder dass jeden Tag ein Video kam. Deswegen ist es jetzt beispielsweise so, dass ich schon 3 von den neuen Racer-Events gemacht habe und 3 von den neuen Drift-Events. Ihr habt aber nicht viel verpasst, weil es sind jetzt einfach nur genau dasselbe, wie es vorher auch war. Wenn ich mal hier ins Journal gucke. Hier. Ne, warte mal, falsch. Hier. Statt Silver 6, war das Drifting? League 73 war ja Offroad, Silver 6, naja. Heißen die Dinge halt jetzt Noise Bomb und hier das heißt, keine Ahnung, irgendwie. Auf jeden Fall, es wurden halt einfach neue Charaktere eingeführt, die aber genauso hässlich sind wie die anderen auch. Genauso viele dumme, sinnlose Dialoge, wie man das halt schon aus dem letzten Need for Speed Teil kennt, und hast du nicht gesehen. Deswegen nicht wundern, hier der Typ, also quasi der Anführer von dieser League, heißt jetzt Gaio und ja, dasselbe. Ich muss Rennen gegen seine Crew fahren, bevor ich dann gegen ihn fahren kann. Also, nichts Neues. So. Das Event schließen wir natürlich ab. In der letzten Zeit
Oder im letzten... Ich habe deine Crew besiegt. Das heißt, ich fahre gegen dich. Mano a Mano. Was willst du? Ein Rennen oder Quatschen? In den letzten Folgen, die ich nicht quasi hochgeladen habe, habe ich dementsprechend auch ein paar Rennen gefahren. Habe jetzt, glaube ich, 600.000 Dollar fast oder halt das Geld hier in dem Spiel. Das heißt, wir können jetzt gleich mal nach einem Auto gucken. Ob es da was Schönes beim Autohändler gibt, was uns interessiert. Ich hätte immer gern ein weiteres deutsches Fabrikat. Ja, der R8 ist ja leider noch nicht freigeschaltet. Aber so ein Porsche oder so, mal gucken, ob wir da schon was in die Richtung haben. Vielleicht auch ein M2 oder so. Ja, mal gucken. So, also, tut mir leid, aber es war witzlos, weil dadurch, dass halt so viele neue Charaktere eingeführt waren und nur Dialoge waren, war ich halt echt die Hälfte der Aufnahme komplett still. Das mit Musik zu unterlegen, wäre erstens ein Aufwand gewesen, von der Bearbeitungsdöns her. Zweitens, Copyright-Sachen. Also, ich habe ja meine Videos nicht monetarisiert, das heißt, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich die Videos hochlade. Im Umkehrschluss, oder deswegen habe ich auch keine Werbung von den Videos. Weil, ja, ich habe eh nicht den Anspruch hier mit YouTube es nebenher zu verdienen oder so, sondern das ist rein Hobby für mich. Und deswegen will ich euch quasi auch das, in Anführungszeichen, bestmöglichste Erlebnis bieten. Und das sind werbefreie Videos. Deswegen, die Videos sind nicht monetarisiert. Und wenn ich jetzt dann halt Videos hochlade mit GEMA-Musik, dann würden die vom Antragsteller monetarisiert werden. Das bedeutet, dann hätte ich halt Werbung von den Videos. Und das bringt mir nichts, das bringt euch nichts. Deswegen lasse ich das sein. Also mit Videos, mit Musik zu unterlegen. Und ja. Dann, ja, bei den Tuning-Videos, okay, da macht Sinn natürlich, sonst wäre es ein bisschen sehr langweilig, wenn ich da keine Musik drunter hätte. Bei dem Golf habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich wollte eigentlich so ein bisschen zeitgenössische Musik unterlegen, so Manfred Mann oder hier CCR oder so. Steven Clearwater Revival oder so, ne? Aber war halt irgendwie nichts, was so dazu gepasst hätten, deswegen habe ich dann einfach von den Biters 1975 unterlegt, weil das Auto ja 1975 rauskam. So, fand ich irgendwie auch passend. Ja, und dann, ach genau, nicht nur, dass ich dann für den Urlaub nicht genug Videos hatte, war es dann auch noch so letztendlich, dass ich krank wurde. Also wir waren zwar im Winterurlaub, ja, aber einer war dann krank geworden und wir mussten früher heim. Und ich nehme an, ich habe mich da dann auch noch angesteckt. Was bedeutet, dass ich dann die letzte Woche auch noch krank war. Und da war ich zu Hause und da konnte ich dann auch nicht aufnehmen, weil ich da halt den PC nicht hatte und dies und das und jenes. Deswegen war ich jetzt 2 Wochen quasi hier abstinent, was Aufnahmen angeht. Und dementsprechend kamen halt, Mann, voll scheiße, kamen halt keine Videos. So. Das eigentlich so zu dem, was die letzten 2 Wochen hier los war. Dann hat mich sehr gefreut, dass ihr das Audi 80 Projekt ganz gut angenommen habt. Weil das ist für mich halt echt eine Herzensangelegenheit. Apropos Audi, da habe ich auch gleich noch ein trauriges Thema, was ich nochmal ansprechen muss. Der eine oder andere wird es vielleicht schon wissen, was letzte Woche oder diese Woche Montag passiert ist. Ja. Das Rennen ist fast vorbei. Jetzt muss was passieren. Und ja, wie soll ich sagen? Oder wo war ich dran? Audi. Ah genau, Audi 80 Projekt, ja. Ich bin momentan dabei, noch die restlichen Teile zusammenzusuchen, dass das Auto endlich zum Lackierer kann. Und das dann von außen schon fast, ja, fertiggestellt werden kann. Wenn ich die Teile habe und es zum Lackierer kommt, dann kann ich es von außen schon fast fertig machen, ja. Fällt mir jetzt gerade erstmal so auf. Ist ja verrückt. Ja, die Rennwagen von früher war halt nicht viel mit Aerodynamik-Scheiße und so. Die Scheiße. Sondern, ja, wie auch bei dem Audi hier, bei dem Volkswagen hier, oder halt mit dem Audi 80 B2, was ich euch gezeigt habe, hoffentlich die Bilder, war halt nicht viel mit Aerodynamik. Du und ich. War im Prinzip die Rohkarosse und das war's. So. Das habe ich geschafft, gut. Ja, fast 600.000 da oben. Damit kann man schon mal einkaufen gehen. Deswegen, wenn dann die Stoßstangen dran sind und der Spoiler dran ist, dann kommt er zum Lackierer, dann kommt er zum Folierer und dann klebe ich noch die Sponsorenaufkleber drauf. Ein Bekannter von mir, der hat so eine kleine Druckmaschine, da kann man das drucken und dann
Fahr gegen mich. Vergiss es. Oh, hast du Angst? Kann der große böse Gaio es nicht mit dem kleinen Tyler Morgan aufnehmen? Ich weiß, was du vorhast, Mann, aber das Haus hat alles im Griff. Der Outlaws Rush ist nur noch Show. Dann sollen sie ihre Show kriegen. Silver Rock gehört nicht dem Haus, es gehört uns. Du glaubst das wirklich, oder? Darauf kannst du Gift nehmen. Du unterschreibst dein Todesurteil, Hermanito. Okay, das Rennen geht klar, aber wir nehmen die Aussichtsroute, damit du schöne Erinnerungen hast, wenn du im Knast verrottest.